Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Black Ops 3. Beim letzten Mal haben wir hier bei Diaz aufgehört. Oh, fuck. Der sich hier mit Robotern verschanzt. Und wir müssen jetzt eine Granate da vorne reinwerfen. Ich frage mich halt nur, ob wir da einfach so rankommen. Ich glaube es fast nicht, ehrlich gesagt. Oh, irgendwer schießt hier noch. Oh, da steht auch noch einer. Fuck. Und hier ist auch einer. Wo kommt der denn her? Was für ein Schacht denn? Hä? Auf den Turm. Was für ein... Hä? Ach so, muss ich auf den Turm klettern oder was? Diaz, hör auf damit. Was immer mit mir und den anderen geschehen ist, du musst aufhören. Ich bin bereit, für die Wahrheit zu sterben. Nur vom Server trennen, indem du den Kern über ihn zerstörst. Kane, ich bin ohne Kontrollraum. Was soll ich tun? Greif für mich auf die Primärsysteme zu. Wenn wir eine Live-Verbindung über dein BNI herstellen, kann ich die Schwächen des Kerns finden. Du bist der Boss, Lady. Das sind halt schon so ein paar Roboter unterwegs, ne? Ich hab's. Schießt auf die Kühlstäbe in den Türmen um Diaz. Dadurch wird der entsprechende Zugriffspunkt des Kerns freigelegt. Sobald er offen ist, müsst ihr darauf gelangen und eine Granate reinwerfen. Also muss man doch da hoch. Ach, jetzt ist Kühlturm 1 hier vorne. Aua. Aua. Kann ich nicht einfach da hochwerfen? Du musst nah ran. Wir müssen im freigelegten Schacht einen Sprengsatz anbringen. Ah, fuck, Mann. Na los, klettere den Zentralturm hoch. Platziere dort eine Granate. Ach, hier klettert er automatisch hoch. Sag mir da doch einer. Mann, 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 Mann. Gezündet. Kane, hat es funktioniert? Ja, Zentralkern ist bei 66%. Oh nein! So. Bin dabei, Kühlturm 2 zu öffnen. Schnell, Kane! Ich werde hier überrannt! Fuck. Wow. Schön zerlegen. Fuck, hier ist ein Roboter bei mir. Alter, was ist das denn für eine Kacke? Kühlturm 2 freigelegt. Oh mein Gott. Sie träumen. Sie schwimmen über sie wie die Wellen eines blauen Ozeans. Diese Läuferroboter sind mega eklig. Sich trösten. Wir müssen diesen Server deaktivieren. Kühlturm 2 offline. Kern freigelegt. So. Denken Sie an einen ruhigen Ort. Müssen wir wieder vorne ran. Denken Sie an einen sicheren Ort. Noch eine Granate. Und? Alter, Leute, was? Das ist heftig gerade. Ist quasi mal ein Bosskampf. Aber bei Shootern, also bei Call of Duty, gab es glaube ich sonst immer nur erfolgreiche Sprengung. So Wellen und so, oder? Zentralkern runter auf 33%. Fuck, Mann, ey. Einer noch. Arbeite an Turm 3. Und wir müssen jetzt wieder die Roboter abwehren. Scheiße, ey. Boah. Alter, die geben einem aber auch hart. Ach, er braucht Hilfe, ja? Was ist los? Was soll ich denn da machen? Ach so. Fuck. Das kommt jetzt auch noch dazu, ja? Oh mein Gott. Aber sonst nichts zu tun hier. Ach Mann, Leute, ey. Kühlturm 3 freigelegt.
Oh, das klappt. Alles klappt. Hier ist nicht kalt. Nimm den Turm offline. Jetzt. Ja, ich bin ja schon dabei, Mann. Mach das doch alleine, wenn. Die Kette ist machtlos gegen die Wärme ihres Herzens. Mann. Können Sie es hören? Wo ist denn dieser Scheiß-Turm? Können Sie es hören? Mann, regen die mich auf. So. Oh mein Gott. Geh auf den Turm und wirf eine Granate. Bin ja schon dabei. Oh fuck, ey. Da sind ein Haufen Gegner unter mir. Oh nein. Ich glaube, der ist down. Würde ich jetzt fast mal vermuten. Wir dürfen ihn nicht verlieren, Hendrix. Du musst dich verbinden und alle Daten von seinem DNI ziehen. Das wird sein verdammtes Hirn rösten. Ich weiß. Das glaube ich nicht. Ich kenne ihn. Ich habe mit ihm gekämpft. Er sollte nicht so sterben müssen. Es tut mir leid. Das ist okay, Hendrix. Ich kann ihn sehen. Den vereisten Wald. Scheiße! Hendrix nimmt alle Daten in sich auf und wir haben keine Ahnung. Was gehört? Was hast du gesehen, Hendrix? Hast du was bekommen? Hendrix! Taylor sucht nach zwei Überlebenden des Coalescence-Desasters. Er hat Singapur verlassen. Wie hat er das denn angestellt? Man gewinnt neue Freunde, wenn man sein Land verrät. Mist. Wir werden von oben angegriffen. Es sind die Immortals. Na geil. Oh ja, jetzt ist draußen und es leckt wieder, oder was? Also sie hat sich mittlerweile so einen Arm besorgt. Wenn sie das war. Ja. Sind sie dort unten? Die, die meinen Bruder töteten? Ja, ja. Meine Männer gehen rein. Haben wir die Standorte der CIA-Unterschlüpfe erhalten? Ja, Madame. Flutet es. Meine Männer sind Jagt da unten. Es hoch! Okay. Jetzt haben wir ein Problem, glaube ich. Was zur Hölle war das? Klingt nach Taylors neuen Freund. Hendrix, in der ganzen Anlage gab es mehrere Explosionen. Verschwindet sofort! Hast du gehört? Verschwinden wir von hier! Überwachungsdrohne zeigt 54 Immortals auf der Oberfläche an. Boah! Weiter! Hier bricht alles zusammen! Anstatt alle fliehen, ey. Geh da durch! Wir haben keine Zeit mehr! Glaub das nicht, dass sie noch kämpfen wollen. Nicht anhalten! Los, los, los! Ich anhalte es lustig, hier sind doch noch Gegner. Boah, Alter! Beweg dich! Ist er eingeklemmt worden? Oh mein Gott. Die trotzdem noch ihre Pflicht erfüllen wollen, ne? Heftig. Er läuft einfach dran vorbei. Okay, soll mir recht sein. Scanne nach den Überlebenden. Wir müssen wissen, wen Taylor eigentlich sucht. Oh fuck. Datenübertragung. Das dauert nur ein paar Minuten. So, der ist hinüber. Die schreien hier rum, ey. So, wir laufen natürlich weiter. Scheiß auf alle Gegner. Die sterben da unten gerade. Kane, ich hoffe, du hast einen Plan, weil wir hier gleich ersaufen. Okay, ich helfe euch. Öffne die Tür und flute das Labor. Was? Bist du irre?
Nicht, wenn das klappt. Eure Lungen sollten mehr als genug Luft haben, um zur Oberfläche zu gelangen. Okay. Aber wenn das schief geht, werde ich dich heimsuchen, Kane. Okay, dann mal los. Okay, er macht das. Er klemmt mich gerade ein. Sie klemmt. Muss Türsystem überbrücken. Schütze mich. Oh, echt jetzt? Nur noch ein paar Sekunden. Ich häng irgendwo hinten fest. Sebastian Krüger und Dr. Yusuf Salim. Alles zu seiner Zeit, Kane. Wir haben gerade größere Probleme. Oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein! Hilf mir mal. Komm mal, Gegner, Mann. Los, wir müssen hier raus. Tja, dann mal auf die Scheiße, ne? Oh mein Gott. Über dir. Ich markiere dein Hub, Hendrix. Oh nein, ist das deren Ernst? Oh mein Gott. Die schießen mich unter Wasser weiterhin ab, ne? Ja, hoffentlich. Sobald ich die Tür sprenge, wird uns der Druck hier rausspülen. Hoffentlich. Soll ich ihn wieder beschützen so lange? Oh Mann, ey. Au! Au! Was? Wasserbomben? Es führt kein Weg drumherum. Wir müssen die Bomben aushalten. Oh Mann, ey. Da denkt sich sowas aus. Oha. Was ist das? Achso, das sind die Bomben. Oh Mann, oh Mann. Fuck, ey! Dein Sauerstoff fällt stetig. Du musst schneller schwimmen. Ja, ich schwimme ja schon, Mann. Was mache ich hier? Dein Sauerstoff ist kritisch. Du musst schneller schwimmen. Wer denkt sich sowas aus, ey? Oh nein. Sind gegenüber auch noch ein Haufen Gegner. Nein! Mein Sauerstoff! Er geht zur Neige! Ah! Alter! Pack zu! Oh, man hat keine Ruhe hier als Superheld! Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben überlebt. Okay? Alles klar. Kane. Wasser brennt. Kane. Das ist übel. Diaz hat die Positionen aller CIA-Unterschlüpfe auf der Welt verraten. Diesen eingeschlossen. Die Überwachungsdrohne bestätigt. Die Immortals sind bereits hierher unterwegs. Wir können sie nicht aufhalten. Verschwindet aus Singapur. Ja. Halte durch, Kane. Wir holen dich da raus. So, ich denke mal, die Mission ist jetzt vorbei. Errungenschaft freigeschaltet in den Abgrund. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder unsere Punkte. Aber wo gehen wir dann hin, frage ich mich. Weil wenn unser Unterschlupf nicht mehr sicher ist, wo sind wir dann? Müssen wir ja irgendwas anderes haben, theoretisch.
Heftig, war krass. Also die Mission fand ich richtig, richtig gut, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen, muss. Ja, echt. Ist halt sehr mitnehmend gewesen, fand ich, durch diese beklemmende Stimmung da unten drin. Ne? So, Mission abgeschlossen, Hypozentrum. 2000 Veteranen, 3000 EP wieder für einfachen Schwierigkeitsgrad. Dann natürlich diverse Sachen hier, die wir freigeschaltet haben. Auszeichnungen geschafft. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wo kam das denn her? Sehr, sehr nice Mission. So, wir sind Level 11. Fast Level 12. Darüber wird nicht diskutiert. Du weißt schon, dass sie wollen, dass wir sie suchen. Sie wollen, dass wir die Konsequenzen unserer Handlungen sehen. Kleiderschrank. Das sind nicht wir, Hendrix. Was immer sie tun, ist ihre Schuld. Gucken wir mal, wir haben ja so ein paar Sachen freigeschaltet. Von daher könnte ich ja mal mit was anderem rumrennen. So total dumme Sachen eigentlich teilweise. Prototyp hatte ich ja jetzt gerade. Können wir mal den komischen Helm nehmen hier. Und dann nehmen wir mal eine andere Rüstung auch. Waffenhändler ist kacke. Immortal ist eigentlich ganz nice. Sehen wir ähnlich oder nur in den Zwischensequenzen. So. Und das ist scheinbar eine neue Basis hier. Ah, ein Flugzeug. Macht natürlich Sinn. So, hier ist die Kampfinvasion. Die kennen wir ja auch schon. Da sind wir nur noch nicht drin gewesen. Das werden wir mal bestimmt irgendwann noch machen. Waffenkonstrukteure, Waffenkammer. Brauchen wir eigentlich alles gar nicht, ne? Also ich finde, wir kommen da eigentlich ganz gut so durch, wie es ist. Und starten auch direkt die nächste Mission. Und natürlich wieder mit unserem Scharfschützengewehr, was halt einfach mega ist. Vor allem gegen Roboter ist es halt geil, weil die halt instant explodieren meistens. Jetzt weiß die Welt also, dass es ein CIA-Geheimprojekt war, das zum Tod von mehr als 300.000 Menschen geführt hat. Glaubst du mir jetzt, dass Kane uns Informationen vorenthält? Meinst, sie weiß mehr, als sie uns sagt? Ich glaube, Taylor ist über irgendwas gestolpert, das er nicht wissen sollte. Und jetzt ist er frei zum Abschuss. Kann sein, ja. Aber Kane ist auf unserer Seite. Wir können sie nicht diesen Tieren überlassen. Heftig. Beim WA herrscht pures Chaos. Wir müssen Taylor finden, bevor es schlimmer wird. Wenn wir Kane nicht rausholen, macht das Kahn. Sie ist schlau und sie hat Biss. Sie wird durchhalten, bis wir kommen. Ja, hoffentlich wird sie das, weil sonst ist sie wohl hinüber. Vielleicht ist das aber auch ganz gut dann. Vielleicht betrügt die uns im Hintergrund. Aber vielleicht weiß sie auch nicht, was sie tut. Und wir sind eigentlich die, die irgendwie Scheiße bauen, weil wir denken, das ist alles Kacke. Ach du Scheiße. Wir sind an der Außenmauer. Verlassen die Quarantänezone. Ihr solltet mich doch nicht holen. Freu dich nicht zu früh. Noch sind wir nicht da. Erstmal müssen wir da reinkommen, wollte ich auch gerade sagen. Boah. Wie ist der Status? Ist der Unterschlupf noch sicher? Vorerst. Ich sehe, dass die Immortals schnell näher kommen. Und am Anfang der Mission lag's immer. Kein Scheiß. Wir sind so schnell wir können da. Bleib stark. Ich sag dir was. Setz nicht zu viel Hoffnung in Kane's Chancen. Die Pisser meinen es ernst. Ja, wir doch auch. Und wir verlassen Singapur nicht ohne sie. So, und damit geht's in eine neue Runde. Er hat Schulter oben ein bisschen. Die Immortals schlachten jeden zwischen sich und dem Unterschlupf ab. Sowas habe ich wirklich lange nicht gesehen. Tja, Leute. Und damit, mit diesen bedrückenden Bildern, würde ich es fast schon nennen, endet die Folge schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ja sehr beklemmt da unten drin, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also, muss ich echt sagen, haben sie gut hingekriegt. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play Black Ops 3. Und dann sehen wir uns. Ciao.